Opera GX wird vom Hersteller als Gaming-Browser beworben, aber jetzt mal ehrlich, was soll an dem Browser jetzt eigentlich wirklich Gaming sein? Mhm. Also ich benutze den Opera GX tatsächlich selber seit etlichen Jahren und ich muss sagen, es gibt ein paar Features, die wirklich cool sind, ist auch nicht nur für Gamer, aber speziell für Gamer haben wir zum Beispiel eine Leiste, wo sich die nächsten Spielreleases anzeigen lassen, wir haben einen RAM und einen CPU-Limiter, wir können auch das Netzwerk im Hintergrund einschränken und wir haben sogar eine Integration von Discord. Und was ich mega cool finde, jetzt speziell nicht nur für Gamer, wir haben eine Integration von ChatGPT, mit der wir uns zum Beispiel ganz lange Artikel ganz kurz zusammenfassen lassen können. Finde ich persönlich mega. Hast du den Browser schon mal verwendet? Opera an sich, die normale Version, die habe ich schon voll lange im Einsatz, aber Opera GX vor kurzem zum ersten Mal. Das heißt, viele der Features, die ich gerade gesagt habe, kennst du auch noch nicht? Nee, fast gar nichts davon, ehrlich gesagt. Okay, dann hätte ich gesagt, wir schauen uns zusammen mal die ganzen Features an. Die erste Funktion nennt sich Mindflow. Das ist jetzt hier in der Seitenleiste eben dieser Pfeil. Mhm. Und letztendlich kann man darüber alles, was man quasi auf dem Smartphone macht, wo man auch den gleichen Browser installiert hat, also Opera oder Opera GX, einfach quasi direkt hin und her senden. Also ist angenommen, ich bin jetzt einfach nur auf einer Webseite, die ich unbedingt später in meinem Browser aufrufen will. Ich habe jetzt hier von deinem Handy, also auch vom Opera-Browser dann auf dem Handy quasi. Genau, also ich habe jetzt quasi hier auf meinem Smartphone Opera GX auch drauf. Wie verknüpft man das dann? Das Ganze wird einfach quasi nur über einen QR-Code verknüpft. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Du siehst jetzt quasi hier eben an meinem Browser habe ich eben rechts oben so einen Pfeil. Und sobald ich jetzt einfach nur auf den Pfeil draufklicke, wird das quasi direkt in Mindflow reingesendet und das habe ich dann quasi direkt an meinem PC. Das erinnert mich. Es gibt ja auch zum Beispiel, ich glaube in Firefox kenne ich das, dass du zwischen Smartphone und Desktop quasi Tabs quasi hin und her schieben kannst. Genau, du kannst Tabs hin und her schieben, aber dadurch kannst du noch ein bisschen mehr machen. Wie gesagt, du kannst es einfach links hin und her schicken, du kannst aber sogar auch Bilder hin und her schicken. Wenn du jetzt einfach mal nur kurz in die Kamera lächeln willst. Oh nein. Warte kurz. Dann wird das jetzt auch quasi einfach hier hochgeladen. Habe ich jetzt auch quasi direkt hier in Mindflow, kannst hier runterladen. Warum sieht das so aus, als wäre da irgendwie ein unscharfer Zombie? Ja, weil es halt noch verpixelt ist. Ja, okay. Genau, und schon haben wir quasi Chris jetzt hier auf unserem PC. Dadurch kann ich jetzt, wie gesagt, links, ich kann hier auch auf irgendwelche Nachrichten eintippen, ich kann jetzt also irgendwelche Dokumente hin und her schicken. So eine Kombination aus geshareten Tabs, geshareten Bookmarks, aber auch so eine Art, ich sehe, man kann Notizen, also auch sowas du wie kannst auch Notizen machen, genau. Bei WhatsApp, wo man sich selber Notizen. Okay, es ist so eine Mischung aus anderem, das ist cool, ja. Also muss ich sagen, finde ich mega praktisch, benutze ich mittlerweile in meinem Arbeitsalltag eigentlich täglich. Gerade wenn ich jetzt zwischen Smartphone und unterschiedlichen Geräten hin und her wechsle, finde ich das super das nützlich. Das ist tatsächlich sehr cool, ja. So, das nächste ist dann quasi so das erste Gaming-Feature, was jetzt Opera GX eben hat. Das nennt sich hier oben GX Corner. Ah ja, die kenne ich tatsächlich. Die Seite wirst du wahrscheinlich schon mal gesehen haben, weil normalerweise standardmäßig, wenn man den Browser öffnet, ist es die Startseite. Was ich sehr praktisch finde, gerade für Gamer, man wird direkt über die anstehenden Spiele-Releases benachrichtigt. Ja, Moment, das ist das eine, was für mich persönlich, ich bin ja immer broke, und was für mich persönlich interessanter ist, sind die kostenlosen Spiele, weil die werden da immer aufgelistet. Finde ich auch ein richtig cooles Feature. Also man hat ja mittlerweile bei nahezu, glaube ich, jeder großen Spieleplattform, Epic Games, Steam, eben kostenlose Spiele jede Woche. Und genau das wird hier angezeigt. Also zum Beispiel jetzt hier Loop Hero. Los geht's! Michi Sound, perfekt, da kommen wir gleich noch dazu. Kostet normalerweise 14,99 €, aktuell ist es eben gratis und wie gesagt... Soll auch sehr gut sein, das Opera Spiel. GX, also, zeigt mir das quasi an. Falls es noch kostenlos ist, wenn das Video hier angeht, Leute, schlagt noch schnell zu. Ja, cool, okay. Und da, ich sehe, man kann auch sortieren und so weiter. Genau, man kann es hier sortieren. Hier gibt es auch noch Deals. Wie gesagt, hier über Einstellungen kann man sich anzeigen lassen, was man quasi alles eingeblendet haben will. Also Veröffentlichungskalender, irgendwelche Streams, irgendwelche Shops dergleichen kann man eben hier frei auswählen. Das nächste Feature ist quasi auch jetzt speziell eigentlich fürs Gaming, sage ich jetzt mal. Also du wirst ja wahrscheinlich einfach die Funktion im Taskmanager kennen, wo man nachschauen kann, wie viel CPU jetzt ausgelastet durch den Browser oder wie viel RAM belegt ist. Klar. Hier kann man das Ganze noch ein bisschen detaillierter auflisten lassen. Da sieht man wirklich quasi, wie viel jeder einzelne Tab benötigt. Okay. Und die kann man hier auch quasi einfach direkt killen. Also wenn man irgendeinen Tab ausfindig macht, der super viel Arbeitsspeicher benötigt und man hat nicht so viel verbaut, zum Beispiel bei einem älteren Laptop, kann man hier quasi auch einfach gezielt rausfinden, welche Tabs es besonders viel Arbeitsspeicher benutzen. Man kann hier auch noch einfach eine RAM-Limite einrichten, halt quasi einfach sagen, der Browser darf maximal 4 GB benötigen oder jetzt hier auch einen CPU-Limiter und tatsächlich auch kann man einen Netlimiter einrichten. Das heißt, wenn man jetzt gerade irgendwie im Zocken ist, im Hintergrund läuft ein riesengroßer Download, kann man einfach quasi sagen, der soll jetzt auf so und so viel Megabyte pro Sekunde beschränkt werden. So RAM-Limiter ist dann natürlich eher relevant, würde ich jetzt mal so sagen, so 8 GB RAM bei abwärts. Älteren Geräten. Genau, wenn da kann das dann tatsächlich helfen, das vielleicht auf 2-3 GB zu limitieren. Ne? Ja. Benutzt du tatsächlich zum Surfen normalerweise ein VPN? Ich benutze zum normalen Surfen kein VPN, okay. Nein. Weil was ich nämlich auch ziemlich cool finde, ist, es ist einfach... Aber auch manche Netflix-Serien zu... Ich meine, nein. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Nee, in Opera GX ist tatsächlich standardmäßig ein VPN integriert. Den kann man einfach aktivieren, der ist auch kostenlos. Ist natürlich jetzt nicht so umfangreich vom Funktionsumfang und auch von der Serverauswahl her. Der ist direkt? Wie wenn man... Okay.
sich jetzt ein VPN kauft, aber ja, das ist einfach standardmäßig integriert, lässt sich einfach aktivieren. Das ist also OPRAs eigener VPN-Dienst quasi. Genau. Jetzt auch kein, okay. Also die haben ja auch eigene Server dafür. Mhm. Genau, und dann kannst du quasi einfach aktivieren und dann kannst du sicher surfen. Hier oben sieht man auch quasi, dass VPN aktiviert ist und man ist dadurch anonym und geschützt unterwegs. Mhm. Meine Erfahrung mit kostenlosen VPNs, die sind ja meistens doch eher rudimentär in ihrer Funktionalität und auch Bandbreite und so. Klar. Ist natürlich trotzdem praktisch, wenn man mal irgendwie auf eine Website muss, auf die man jetzt so nicht raufkommt, genau. Aber für Streaming oder so wäre wahrscheinlich dann die Pro-Variante besser. Was du vermutlich schon kennst, vielleicht auch benutzt, ist einfach die Seitenleiste hier. Also wir haben ja hier ganz viele unterschiedliche Symbole. Das sind einfach quasi die ganzen Messaging-Dienste, die integriert sind. Ja, aber weißt du, warum ich den nämlich nicht benutze? Ich persönlich finde halt, ich will WhatsApp und so nicht in meinem Browser drin haben, weil ich will nicht, dass ich immer abgelenkt werde. Mhm. Aber da sehe ich Discord, das sehe ich bei mir nicht. Bei Discord würde ich mich sofort anloggen. Du hast hier unten drei Punkte, da kannst du quasi auswählen, was in dieser Seitenleiste angezeigt werden soll. Also es gibt ja auch noch deutlich mehr Messenger-Dienste, die jetzt hier in Deutschland vielleicht auch nicht so relevant sind oder nicht so häufig benutzt sind. Also ich persönlich finde eigentlich die Integration super praktisch, weil ich quasi jetzt alles an einem Ort habe. Also ich habe jetzt eben WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Discord, alles an einem einzigen Ort. Ich muss kein extra Programm öffnen, weil ich weiß auch nicht, wie es bei dir aussieht, wenn du jetzt zockst. Du hast ja wahrscheinlich im Hintergrund irgendwelche Programme offen. Normal, wenn ich zocke, habe ich immer einen Browser tatsächlich auf, weil fast alles, was ich spiele, braucht man irgendwie ein Wiki, ehrlich gesagt. Zuletzt jetzt Baldur's Gate. Dann habe ich auf Spotify oder so manchmal und Discord. Genau. Und das Game. Genau, wie gesagt, diese beiden Anwendungen kannst du jetzt zum Beispiel mit Opera GX einfach schon obsolet machen, weil du jetzt hier eine Integration hast. Einerseits jetzt eben für Discord kannst du dich quasi ganz normal einloggen, du hast den gleichen Funktionsumfang. Und hier unten kannst du auch noch mit dem Player verbinden. Ah, okay. Also du kannst jetzt quasi auch direkt Spotify, YouTube Music, Apple Music oder dergleichen auch einfach in einem Browser verwenden. Hast du direkt integriert und sparst dir die zusätzliche Anwendung. Beziehungsweise musst keinen Webtab oder so aufmachen, sondern hast das direkt in der Oberfläche. Ja, das ist cool. Wie gesagt, finde ich auch super praktisch. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar dem Design. Wir haben ja jetzt hier ein relativ spezielles Theme, nämlich das HX4 Theme. Das beste Theme. Sieht man hier schon im Hintergrund. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, diese Flammen und alles. Hat auch einen Hintergrund, denn wir haben ja aktuell eine Kooperation mit Opera GX. Die sind offizieller Sponsor von der HMX4. Und tatsächlich könnt ihr auch extra Lose fürs Gewinnspiel abstauben. Mhm. Wenn ihr im Gewinnspielformular teilnehmt, dann seht ihr unten einen Link zum Opera GX Browser, eben mit HMX4 Theme. Und sobald ihr den das erste Mal installiert habt, bekommt ihr auf der Startseite einen Code angezeigt. Den müsst ihr dann quasi einfach im Gewinnspielformular eintragen und schon habt ihr drei Zusatzlose. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Wie gesagt, wir haben jetzt hier standardmäßig das HMX4 Theme, was ziemlich lustig ist. Das hat... Es gibt Soundeffekte von Michi. Zeig den Leuten nochmal, also nicht, dass jemand die abstellen wollen würde, aber wie man die abstellen würde, wenn man die nicht mehr... Also wir haben hier einfach einen Tab für Mods und da sieht man jetzt hier quasi eben schon das HMX4 Theme. Da kann man jetzt eben gezielt auswählen, zum Beispiel Browsertöne wegmachen oder Designs. Ist der Dark Mode, ist das nur die Oberfläche des Browsers oder werden auch Webseiten, kannst du auch Webseiten in Dark... Es gibt ja zum Beispiel so Add-ons und so, kann das vielleicht? Das ist quasi Webseiten geht tatsächlich Force gezielt auch. Das nennt sich, jetzt muss ich es kurz suchen, hier dunkle Seiten erzwingen. Ah. Also unsere Webseite hier ist ja standardmäßig in Weiß gehalten. Ja, mach mal. Und wenn ich jetzt eben hier dunkle Seite erzwinge mache, dann wird quasi hier alles sofort in Schwarz angezeigt. Okay, aber das funktioniert ja relativ gut. Nicht ganz fehlerfrei, also teilweise, wenn jetzt irgendwelche Bilder oder sowas sind, kann es teilweise sein, dass die eben so ein bisschen irgendwie so grau dargestellt werden, wo es eigentlich weiß sein sollte. Aber zum Beispiel bei unserer Webseite funktioniert es wirklich einwandfrei und dadurch hat man halt quasi wirklich einen Dark Mode auf jeder Webseite. So, das nächste ist mittlerweile ChatGPT ist in alle Munde. Ich könnte mir vorstellen, du benutzt es wahrscheinlich auch relativ häufig so im Alltag, nein, oder? Nein, habe ich noch nie benutzt. Lügen, ohne rot zu werden. Genau, also ChatGPT ist auch standardmäßig hier in der Seitenleiste integriert. Also ihr könnt es jetzt auch kostenlos verwenden. Wenn ihr es natürlich freigeschalten habt, könnt ihr euch da auch einfach einloggen. Dann hat man ChatGPT 4.0. Du kannst hier ganz normal Fragen stellen, wird alles beantwortet, wie quasi, wenn du einen extra Browser-Tab aufmachst. Also ist quasi einfach nochmal integriert in die Oberfläche. Es ist einfach direkt integriert, wie halt, wie gesagt, jetzt auch die ganzen Messenger oder die Musikplayer. Was ich tatsächlich auch noch mega praktisch finde, da komme ich jetzt aber gleich dazu. Ich möchte dir noch kurz ein anderes Feature zeigen. Weißt du, wie man ganz schnell, also standardmäßig suchen wir jetzt hier mit Google, zwischen einzelnen Suchmaschinen wechseln kann? Nee. Geht tatsächlich jetzt hier... Also in der Einstellung. Wenn ich jetzt hier einfach nur W eingib und dann Tab oder Leertaste, suche ich jetzt automatisch auf Wikipedia. Ha! Mit was geht das noch? Wie gesagt, Yahoo geht zum Beispiel noch, wenn es heutzutage nicht mehr unbedingt verwendet wird. Ja, doch immer Yahoo. Amazon geht die ganze Zeit. Amazon hat komischerweise einen Z. Weiß nicht genau warum, aber das ist einfach so vorgegeben. Aber wahrscheinlich schon vergeben. Aber wie gesagt, finde ich super praktisch. Jetzt sag mir mal irgendeinen möglichst langen Artikel bei Wikipedia. Wie wäre es mit Astrophysik? Astrophysik. Wir haben ja gerade eben schon gesehen, ChatGPT ist integriert in diesem Browser. Wir haben hier oben eine Funktion, die nennt sich AI Prompts.
Dadurch können wir jetzt zum Beispiel sagen, der Artikel soll gekürzt werden, die wichtigsten Punkte sollen herausgearbeitet werden. Wir können auch einen Tweet erstellen lassen, was teilweise ziemlich lustige Ergebnisse liefert. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier einfach nur auf What's the Main Point gehe, dann tut mir ChatGPT diesen Artikel hier zusammenfassen. Ist auch interessant, also dieser Artikel ist jetzt auf Deutsch geschrieben, die Ergebnisse sind leider immer auf Englisch, also muss das Englische mächtig sein. Aber der analysiert ja schon den deutschen Text, ne? Der gibt dann nur ein Englische, okay. Wenn du das jetzt in Deutsch reinschreibst, was ist der wichtigste Punkt in diesem Artikel? Okay, es ist nur, weil, das heißt, es müsste wirklich einfach nur im Browser geändert werden, dass das Kommando quasi in Deutsch weitergegeben wird. Ja, okay, das ist cool auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, irgendwann lesen die Leute unsere Artikel gar nicht mehr. Irgendwann wird alles nur noch von ChatGPT zusammengefasst. Aber das ist ein anderes Thema. Ein weiteres Feature, was ich wirklich ziemlich praktisch finde, auch im Alltag mittlerweile mir immer täglich benutzt, ist, dass man ganz einfach zum Seitenanfang springen kann. Es gibt ja auch einen Tastenkürzel. Ja. Nämlich? Position 1 natürlich. Genau, Position 1. Genau. Oder wenn du ganz runter willst, kannst du auch auf Ende drücken. Perfekt, jetzt sind wir schon ganz unten. Denn du kannst in Opera GX einfach eine Funktion aktivieren, dass du, indem du auf den aktiven Tab mit links draufklickst, auch direkt an den Start hochkommst. Das ist eine ganz simple Funktion. Das einfach in den Einstellungen aktivieren und dann... Das klingt so simpel, dass ich instinktiv denken würde, das müsste doch eigentlich in jedem Browser gehen. Hast du das mal in Firefox oder Chrome probiert? Habe ich auch ausprobiert, tatsächlich. In keinem anderen Browser geht das standardmäßig. Das ist tatsächlich so eins von dieser Art von Features, die so ganz klein sind, aber die, wie ich wahrscheinlich mit am häufigsten benutzen würde. Wie ihr seht, es gibt tatsächlich sehr viele praktische Features, sowohl für Gamer als auch für Normalanwender. Wenn ihr es ausprobieren wollt, einfach mal unten in der Videobeschreibung ist ein Link zum Opera GX. Da könnt ihr den herunterladen, eben mit HMX4-Theme. Und drei extra Lose. Genau. Positiver Nebeneffekt, ihr kriegt drei extra Lose. Kann man übrigens auch bekommen, wenn man den Opera GX schon hat, aber das findet ihr auch alles in den Videos, wo wir das alles ausführlich erklärt haben. Also die Lose könnt ihr trotzdem kriegen, auch wenn ihr diesen Browser schon habt. Mich würde es mal interessieren, was euer Lieblingsfeature ist und ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, wie viele von den Features ihr noch nicht kanntet, weil ich glaube, Chris, du kannst tatsächlich wirklich einige noch nicht. Ja, oder, was ich viel interessanter finde, welches Feature es noch in keinem Browser gibt, was aber längst überfällig ist. Das wäre auch mal interessant. Könnt ihr gerne mal vorschlagen. Schreibt alles rein, was ihr wollt. Wir lesen uns alles durch. Genau. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Bis dann.